Fluggepäck komplett? Für 4 Sekunden geht's nach Spanien. Von hier aus wird hoffentlich die Finsternis des rötlichen Sterns Betelgeuse oder Betelgeuse zu sehen sein. Das einmalige Ereignis soll nur auf einem schmalen Pfad stattfinden. Ich entschied mich für eine Region im Norden Andalusiens, die ich zunächst bei schönem Wetter erkundete. Der Wetterbericht sieht allerdings ernüchternd aus, ausgerechnet von Montag auf Dienstag, der entscheidenden Nacht. Der Morgen beginnt noch mit einem wundervollen Mondsichelaufgang. Das Schloss von Almodóvar del Río glänzt in der Sonne, während ich alle Instrumente aufbaue und startklar mache. Aufnahmen der Lichtkurve und Spektren sind geplant. Es kommt, wie es kommen musste. Mann, das Wetter. Das war ja so zu erwarten. Zur goldenen Stunde geben Wolkenlücken den Himmel frei. Orion geht auf, dominiert von seinem linken Schulterstern Betelgeuse. Ein diffuser Wolkenschleier breitet sich aus. Sind alle Geräte startklar? Sitzen die Handgriffe? Die Schlossbeleuchtung wird ausgeschaltet. Es ist schon nach Mitternacht. Um 2.15 Uhr und 45 Sekunden soll von meinem Spot aus der Asteroid Betelgeuse abdunkeln. Während der Kamerachecks und Probedurchläufe verfliegt die Zeit. Für das geplante Spektrum mit dem Bader-Dados-Spaltspektrographen muss der Stern genau auf einer der 3 roten Linien platziert sein. Keine Einstellschrauben sind an der Astrotrack-Reisemontierung vorhanden. Alles geschieht nur per Händedruck. Wenn es nicht exakt getroffen wird, bleibt das Bild einfach schwarz und der Aufbau war vergebens. Leider verdunkelt ein Wolkenschleier den ganzen Orion. Ich habe Betelgeuse im Bildfeld verloren. Irgendwie sehe ich den Stern unverhofft dann wieder. Die Wolke hat den Orion schon fast passiert. Noch 4 Sekunden. Jetzt! Der Moment der Betelgeuse-Verfinsterung. Hier zeige ich's nacheinander durch verschiedene Optiken mit und ohne Spektrograph. We found iron. Look at that. I was able to prove that what we saw was indeed an asteroid. Iron is in the plot chart here. Oh man, look at that. That's awesome.